wir wollten einfach jetzt nochmal nach einer relativ langen Zeit ohne Ausstellungen, wo alles nach Möglichkeit digital funktioniert hat, einfach jetzt auch nochmal live eine Ausstellung erleben und einfach auch nochmal sehen, Präsenz haben, vielleicht auch mit anderen Kollegen aus der Region nochmal einfach in Gespräch kommen, ja klar, Neuheiten sehen. Ja, und Neuheiten gibt es beim Geberit Bautreff in diesem Jahr einige zu sehen. Nach ein paar Wochen Verzögerung kann das Unternehmen nun endlich wieder live vor Ort seine Produkte präsentieren und erlebbar machen. Vergangene Woche hat der Bautreff in Ochtendung in der Nähe von Koblenz Halt gemacht. Sie sehen schon im Hintergrund, der Aufbau der Veranstaltung ist zweierlei gelagert. Zum einen haben wir unsere Kernkompetenzen, die wir in diesen Cubes zeigen. Wie Sie hier hinter uns sehen, ein bis zwei Familienhäuser, barrierefreie Bäder und andere Themen, in denen wir Kernkompetenzen vermitteln und Lösungen zeigen. Zum anderen zeigen wir Bäder, Badlandschaften, also den Bereich vor der Wand, der gezeigt wird im Außenbereich in Verbindung mit unseren Neuheiten. Nach über zwei Jahren Abstinenz im Bereich der physischen Zusammenkünfte freuen wir uns heute natürlich umso mehr, unsere Kunden hier begrüßen zu dürfen, ihnen unsere Produkte zu zeigen, unsere Produkte greifbar zu machen, aber auch mit unseren Kunden in den Dialog zu kommen. Und wir hoffen und glauben, dass unsere Kunden das genauso sehr schätzen nach dieser Zeit, wie wir es auch tun. In Ochtendung ging das Konzept auf. Die Kunden waren froh, sich wieder live über die Neuheiten austauschen zu dürfen. Insbesondere eine Neuheit hat es den Fachhandwerkern an diesem Nachmittag ganz besonders angetan: das Rohrleitungssystem FlowFit. Das ist schon einmalig, dass man verschiedene Größen mit einer Pressbacke pressen kann. Hauptsächlich jetzt, sag ich mal, was der Geberit jetzt neu rausgebracht hat, letztes Jahr, das neue System FlowFit, weil einfach von der Verarbeitung, finde ich, eine super Erneuerung ist, wo man wesentlich schneller, effektiver gearbeitet werden kann. Nur noch ein Presswerkzeug bis zu einer Dimension von 40. Das sind natürlich technisch interessante Sachen. Auf der anderen Seite auch natürlich optisch, was vor der Wand hängt. Die Kombination aus vor und hinter der Wand erleben und Produkte als Lösungen im Einsatz sehen, das ist die Idee, nach der die Installationswände beim Bautreff gestaltet sind. So finden sich vor der Wand Badserien wie Icon oder die neue Serie One. Hinter der Wand wird es dann mit Produkten wie dem Hygienespülmodul eher technisch. Ich baue schon lange ein GIS-Meblerrohr ein. Ne? FlowFit habe ich auch schon ein paar Baustellen mitgemacht. Da habe ich schon mal geguckt, ja, man muss halt immer weiterentwickeln. Ne? Ich sag mal, ich habe ja auch schon ein paar coole Neuigkeiten, also neue Sachen gesehen, wie zum Beispiel die intelligente Klospülung jetzt von Geberit. Finde ich halt klasse gemacht, wenn du jetzt einen großen Wohnungskomplex machst oder eine Schule, wo halt nicht immer ein Waschbecken benutzt wird. Klar kann man das durch Schliffen alles legen, aber dann ab in den Spülkasten rein, da kannst du dann einstellen, 12 Uhr mittags, so das Ding einmal die Warm- und Kaltwasserleitung durchspülen und das finde ich halt super gelöst. In Ochtendung stand aber nicht nur Anschauen auf dem Programm, sondern auch Anfassen. Nach einem kurzen Impulsvortrag konnten die Fachhandwerker an den Werkbänken in der Mitte die Neuheiten selbst ausprobieren. Viele nutzten dabei auch die Möglichkeit, nach langer Pause sich endlich wieder mit den Kollegen austauschen zu können. Ja, ich finde das halt schön, da sieht man nochmal die Kollegen. Gut, ich bin jetzt hier aus dem Ort, ich kenne natürlich auch viele hier. Ne? Finde ich schon mal klasse, dass man sich da nochmal sieht, noch ein bisschen quatschen kann, so unterhalten. Ne? Und das ist halt super, ne? Mal unter Leute wieder kommen. Ne? Die letzten zwei Jahre war ja alles sehr entzerrt, war sehr langsam, alles nur durch die Medien, alles online. Und deswegen sind wir sehr gespannt darauf, was wir heute hier erleben. Vor Ort wieder in Kontakt mit den Außendienstlern, mit den Kollegen auch. Und ja, wir freuen uns drauf. Ja, also ein Besuch lohnt sich sicher. Das geht übrigens auch für morgen. Dann sind wir wieder für Sie da mit Ihrem SHK TV Markt. Bis dahin.